Hey Skat-Freunde, einen habe ich noch zum Thema Trumpf von oben oder Trumpf von unten. Bevor ich jetzt allerdings mit einer komplett neuen Verteilung um die Ecke komme, habe ich noch einmal genau die Verteilung von letzter Woche aufgelegt, denn ich habe mich da wohl noch nicht ganz klar genug ausgedrückt. Zumindest gab es diverse Rückfragen, die da lauteten: Daniel, woher weißt du denn, dass Trumpf 4 zu 2 dagegen steht? Und das ist hier ein ziemlich wichtiger, ein entscheidender Punkt. Ich weiß das natürlich nicht und es ist auch gar nicht so wichtig, ob Trumpf jetzt 3 zu 3 oder 4 zu 2 in dem konkreten Spiel steht. Ich weiß nur, dass es insgesamt die Normalverteilungen sind, die wahrscheinlichsten Verteilungen und deswegen versuche ich mich gegen möglichst viele Möglichkeiten abzusichern. Natürlich hoffe ich auch, dass bei dem Spiel Trumpf 3 zu 3 steht, denn dann werde ich sehr wahrscheinlich das Spiel Schneider spielen. Aber das unabhängig davon, ob ich nun erst zweimal von oben spiele oder so wie ich es euch vorgeschlagen habe, einmal von oben und dann einmal von unten. Und wenn Trumpf 4 zu 2 steht übrigens und ihr startet zweimal von oben und spielt dann klein raus, dann werdet ihr natürlich auch nicht jedes Mal das Spiel verlieren, denn es fallen gar nicht immer die 21 auf Pik. Und manchmal hat der Zweitrümpfer auch das Trumpf Ass, dann bekommt ihr schon das Volle. Und es wird nicht immer 60 sein. Und auch wenn ihr gegen Trumpf 4-2 mit der Lusche startet, werdet ihr das Spiel auch nicht immer verlieren, denn es fallen wieder nicht immer die 21 und es wird auch nicht immer der Zweitrümpfer zum Überstich kommen. Aber es sind Möglichkeiten und wenn ihr auf Dauer erfolgreich Skat spielen wollt, dann müsst ihr eben versuchen, euch von Anfang an gegen eine möglichst große Bandbreite an Verteilungsmöglichkeiten abzusichern. Auf das Beste hoffen, das dürft ihr immer, aber es wird eben nicht immer das Beste sein und das kann am Ende dann dazu führen, wenn ihr diese oder eine ähnliche Verteilung im Laufe von 2, 3, 4 Monaten eben so 10, 20 Mal in die Hand bekommt und ihr spielt es so, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, dann werdet ihr vielleicht das Spiel nur einmal öfters gewinnen, 19 Mal von 20 Mal statt 18 Mal von 20 Mal, als wenn ihr es anders gespielt habt. Also das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Ihr macht hier kleinen Fortschritt, aber einmal wird es dann so sein, dass ihr das Spiel gewinnt, was ihr sonst verloren hättet und dafür sind diese Überlegungen, dafür sind diese Züge gut, denn ja, ich verliere beim Skat einfach so unglaublich ungern. Vor einigen Wochen bekam ich dieses wunderschöne Blatt in Mittelhand, kam für 18 ran, fand auch noch ganz gut und hatte jetzt die drei oberen Buben, zwei Asse im Blatt und sogar eine 10. Also die Versuchung durchaus gegeben, hier mal einen Grang drauf loszumachen. Aber im Vergleich zum Farbspiel wäre das natürlich ein Hochrisikospiel. Es droht fast immer die Abgabe von bis zu 5 Stichen und unabhängig davon, ob ich jetzt die Pik 10 mit in den Keller drücke oder in der Hand behalte, ist einfach wenig Kontrolle gegeben. Also das wäre nicht solide. Solide und ordentlich spielen heißt hier die Karte sauber drücken, zwei Luschen in den Keller und jetzt ein sehr schönes Pikspiel ansagen. So habe ich es auch gemacht. Es kam auf die Karo Lusche und jetzt kann das Spiel natürlich tatsächlich gefährlich werden, wenn ich mit dem Ass raufgehe und hinten gestochen wird. Das wollte ich mir natürlich nicht anschauen. Ich denke mal, da auch keine Gefahr besteht hier, dass das Spiel in einer anderen Farbe noch wieder nach vorne gegeben wird und mir dann das Karo Ass abgestochen wird, ist es hier zwingend mit der Dame zu schnibbeln. Hinten wurde die 10 rausgenommen, 13 Augen und jetzt kam ganz einfach Karo zurück. Karo Lusche, Karo König, also es stand ganz artig, es war wirklich nichts los. Karo 2 zu 2 und die Karo 7, das ist jetzt hier schon der siebte, also auch eine Stehkarte. Und jetzt bin ich am Spiel und ihr seid am Spiel. Und ich sage jetzt mal, nicht einfach ohne groß zu überlegen, loslaufen von oben mit rein, wie es wohl ganz häufig geschieht, sondern noch mal kurz innehalten. Das ist hier die Kunst, noch mal wieder zu erkennen. Mensch, gegen Trumpf 3-2 verteilt. Logisch spiele ich die Gegner immer Schneider. Aber da sie erst 13 liegen haben und es eben auch gar keine Gefahr gibt, dass ich hier noch einen Überstich zu befürchten habe oder mir das Kreuz Ass abgestochen wird. Denn wenn irgendwo eine Farbe so lang sitzt, das wäre dann sicher schon im Aufschlag rausgekommen, beziehungsweise wäre auch durch eine Reizung irgendwo zu erkennen gewesen. Und ich eben selber diesen einen Trumpf vollen hier habe, kann ich es mir hier sogar erlauben, auch die Verteilung 4 zu 1, eine ungünstige Trumpfkonstellation abzudecken und trotzdem Schneider zu spielen, wenn ich hier Trumpf unten durchspiele. Das habe ich auch gemacht und so kam es auch. Es fiel dann
Trumpf König, Trumpf Ass, 28. Jetzt hatte ich den Rest und tatsächlich saßen hier auch vier Trümpfe in Vorhand. Das war auch der Grund, warum aus dem ungewöhnlichen Zwilling aufgeschlagen wird. Ist ja nicht so oft in Mittelhand, dass Vorhand dann aus einem Zwilling aufschlägt, aber neben den vier Trümpfen hatte er eben von jeder Farbe nur zwei. Und diese kleine Überlegung, ja einfach mal das Innehalten, das hat mich hier mit dem Schneider mit 11 Punkten belohnt. Und insofern, das ist zwar jetzt hier nicht wahnwitzig viel, aber es geht auch so ein bisschen um das Prinzip hier zu sagen, beim Skat gibt es an sich nicht dieses immer von oben mit dreien oder niemals so spielen. Es gibt so viele Millionen Verteilungen und Konstellationen, es kommt immer wieder anders und das Spiel wird euch jedes Mal aufs Neue vor kleine Rätsel stellen. Eure Aufgabe ist es dann immer so ein bisschen, diese Bandbreite mit zu berücksichtigen, zu versuchen abzudecken. Dann könnt ihr mehr Spaß haben und auch noch erfolgreicher Skat spielen.